Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar, dem zweiten in dieser Woche hier am 24. August. Ich grüße Sie recht herzlich und wir wollen doch heute mal auf den Yen schauen, in Anführungszeichen, vielmehr auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, hier der Major-Währung schlechthin. Und wenn man den Chart betrachtet, und das werden Sie auch noch aus früheren Sendungen wissen, ist hier relativ gut erkennbar gewesen, dass eine weitere Schwäche beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen ansteht. Und das haben wir hier unlängst auch ganz gut einfangen können, nämlich hier mit diesem Touch, dieser Abwärtstrendlinie, die sich ja mal hier aus dem Tageschart hervorragend ableiten ließ. Und das war charttechnisch schon eine Punktlandung, denn wie gesagt, der Preis hat hier an der 100-Yen-Marke wieder nach oben aufgedreht, hatte hier einige Widerstandslevel vorausliegen und eben diese schräge Trendlinie. In dem Fall für alle Fans der schrägen Trendlinie mal wirklich par excellence ein Treffer. Letztlich war aber die Signalgenerierung die, und da sehen Sie an den Kerzen, wenn nämlich hier die bullischen weißen Heike-Naschi-Kerzen ihren Farbwechsel vollziehen und bärische Gestalt annehmen. Das ist immer der Fall, wenn der obere Schattenwurf fehlt. Das war praktisch hier nach dieser Doji-Kerze vom 21.07. direkt am 22.07. der Fall. Und insbesondere mit dieser starken Verkaufskerze vom 26.07., dass hier wohl negatives Momentum aufkommt. Genauso kam es auch. Der Preis ist entsprechend weiter gefallen und hat hier unlängst das Level von 100 Yen erreicht. Und siehe da, welche Magie. Der Preis versucht sich hier wieder zu stabilisieren. Das ist sehr, sehr interessant und sollte auch definitiv im Augenmerk liegen, denn die Bank of Japan hat hier mit Sicherheit natürlich auch den Blick drauf. Dennoch, und das sehen wir jetzt mal hier gerade vom Tageschart weg hier in den Wochenchart, dass die technische Situation ganz klar abwärts gerichtet ist. Hier oben sozusagen auch eine kleine Top-Bildung vollzogen wurde. Hier das Unterstützungslevel über der 100-Yen-Marke liegend im Bereich 101,30, 101,35 ist das. Genau dieses Level ist schon klar signifikant auf Wochenbasis gebrochen und ja, wir hatten damals auch schon den Tendenzfall hier nach unten ausgerichtet und es scheint so, als würde es weiter nach unten gehen. Warum wertet der Yen aber hier auf, beziehungsweise ist dieser denn hier so stark? Gut, das lässt sich eben auch damit erklären, dass die Bank of Japan bzw. die Bemühungen dessen, die Inflationsrate zu erhöhen, hier doch kläglich gescheitert sind. Zudem, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, ist das Leistungsbilanz oder der Leistungsbilanzüberschuss vielmehr hier so enorm, dass das natürlich alles hier den Yen dahingehend nach oben treibt. Das ist genau das, wo man sagen muss, hier hat die japanische Regierung, die japanische Notenbank sicherlich das ein oder andere noch zu tun. Die Frage ist, was sie machen. Die nächste Sitzung am 21. September wird hier ihre Schatten vorauswerfen. Letztlich eine weitere Senkung des Zinses ist nicht in Aussicht gestellt worden, aber verbal, vielleicht sogar aktiv, werden hier wieder Interventionen erfolgen. Doch technisch muss man sagen, gerade wenn die 100-Yen-Marke aufgegeben werden würde, und das, meine lieben Zuschauer, hier auf dem Wochenchart abgeleitet, dürfte sich Abwärtspotenzial bis in den Bereich erstmal hier um 97, 96 Yen und vielmehr hier bis zu dieser Zone um 94, 50 ableiten lassen. Das eigentlich das nächste Korrekturziel. Das lässt sich mal hier so schlank formulieren. Der Yen weiter hier in Stärke und es sieht eben so aus, wenn die 100-Yen-Marke fällt, dass es tatsächlich nach unten geht. Dennoch kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Bank of Japan das eben so zulassen wird. Insofern ist ein wildes Hin und Her während der nächsten Zeit durchaus zu erwarten, auch mit Spikes nach unten. Natürlich, ob das Level von 94,50 erreicht werden kann, das muss man mal sehen. Letztlich haben wir auch von der Saisonalität klar negativen Bias. Wir haben mal hier die nächsten 20 Tage in der Vorschau. Gehen wir mal direkt auf die nächsten 40. Da sehen wir im Prinzip jetzt erstmal, dass es im oder mit Beginn des Septembers hier erstmal eine starke Kelle nach unten gibt. Und das könnte hier durchaus auch dafür sprechen, dass wir innerhalb dieses Abwärtstrendkanals mit Bruch dieser Unterstützung und eben Aufgabe der 100-Yen-Marke möglicherweise doch weiter nach unten kippen und das dann natürlich hier dazu führt, dass der Preis hier enorme Schwäche erfährt, beziehungsweise dass der Preis des Währungspaares vielmehr ist ja immer ein Mix. Letztlich aber ganz genau zu beobachten, was hier passiert. Der bärische Bias intakt. Man dürfte, Schrägstrich, könnte erst mutmaßen, wenn wir hier deutlich nach oben aufdrehen und da muss man wirklich sagen, müsste die Marke von 155 fallen. Also hier wirklich nach oben rausdrehen, bevor der Markt hier signifikante bullische Signale wieder aufzeigen könnte. Ansonsten das Rechteck gilt weiterhin. Das ist auch schon sehr lange hier im Wochenchart drin. Sehen Sie die obere Begrenzung bei 155, 106 Yen, untere Begrenzung 100 Yen. Mit kleinen Spikes nach unten, wie wir das hier zum Brexit-Event gesehen haben, könnte es natürlich hier auch immer wieder wild hin und her gehen. Und das scheint mir fast ja, eine durchaus mögliche Variante, wenn wir jetzt hier nicht direkt weiter nach unten wegkippen. Ja, also präferiert wird auch trendfolgend eine weitere Stärke des Yens, also ein fallender US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen.
stellt sich hier aber die Bank of Japan auf die Hinterbeine und versucht hier zu intervenieren. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das Spinning hier im Bereich um 500 Pips zwischen 100 und 105 Yen eben hier weitergeht und dass dann, gerade wenn diese Trendlinie hier gebrochen werden würde, auf Wochenbasis der Markt dann hier signifikant in eine sehr zähe Seitwärtsphase übergehen könnte. Das mal so die Einschätzung zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Wie gesagt, es gibt hier wenig positive Signale. Der Trend kippt hier nach unten. Auch fundamental sieht es eben so aus, als würde da durchaus noch was nach unten kommen. Die psychologische 100-Yen-Marke ist das, was dagegen spricht und eben hier in Anführungszeichen die Macht der Notenbank. Aber Sie wissen, keine Notenbank der Welt wird hier dauerhaft gegen den Markt spielen können. Dafür ist der Markt, gerade der Währungsmarkt, viel, viel zu groß. Wie das ausgehen kann, haben wir bei der Schweizer Nationalbank ja gesehen im Jahr 2015, beziehungsweise auch bei früheren Beispielen im Sinne der Bank of England in den 90ern. Es ist immer ein heißes Eisen, wenn die Notenbanken hier versuchen, den großen Macker zu spielen. Letztlich tun sie es natürlich indirekt, gerade wenn sie im Einklang arbeiten, aber einzelne massiv langanhaltende Interventionen sind dann doch immer mit ein Stück weit Gefahr gepaart. Werden wir sehen, wie es ausgeht. Letztlich, wie gesagt, die Einschätzung insofern, dass wir, gehen wir mal zurück auf den Tagesschart, kurzfristig hier durchaus im Bereich 100 Yen nochmal nach oben laufen könnten. Wenn wir hier uns den Tagesschart betrachten, dann wäre theoretisches Reaktionspotenzial bis 103,50 möglich. Würde ich jetzt fast nicht begrüßen, dass so ein starker Move nach oben stattfindet, wäre aber nicht auszuschließen. Und insbesondere aber, wenn die Marke von 100 Yen fällt, meine lieben Zuschauer, dann sehe ich doch hier relativ schnelles weiteres Abwärtspotenzial, also Spike nach 100, vielleicht Pullback nochmal an dieses Level und dann dürfte es aber durchaus weitergehen. Und rein trendfolgend ist das auf jeden Fall das zu präferierende Szenario. Ja, im Ausnahmefall, wenn wir hier so das Wochenhoch rausnehmen, könnte es hier vielleicht nochmal so eine Bewegung an die Trendlinie geben. Das wäre eine schöne Einstiegschance für Short. Der Markt, wie gesagt, bleibt in einem Short-Turnus erst oberhalb von 155. Da müssten wir hier die Trendlinie brechen, signifikant rausdrehen. Wäre meines Erachtens dann hier wirklich mehr auf der Oberseite möglich. Sehe ich aber, wie gesagt, aktuell nicht. Warten wir ab, was passiert. Der Markt wird es uns zeigen. Heute Nachmittag werden wir auch wieder beim JFD-Devisenradar im Übrigen einige andere Währungspaare noch beleuchten. 15 bis 16 Uhr sind Sie herzlich eingeladen, wieder dabei zu sein, kostenfrei. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und auf bald, Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei.